Was geht ab, Friends? Ich bin's Luisa. Schön, dass du bei einem neuen Video hier auf meinem Kanal wieder am Start bist. Mit Sonny. Hallo. 50. Mal. Ich habe noch nie mit einer YouTuberin so viel gedreht. Ja, das stimmt. Egal, eigentlich. Daran, wir haben so einen Jahresvertrag und ist so, die Auszahlung muss bald kommen. Du musst dieses Jahr noch ein bisschen was rausholen hier. Wir drehen eine Sprache-Make-up-Challenge, anders als die, die ich jetzt vor ein paar Tagen hochgeladen habe. Und zwar schaut sie sich ein Make-up-Tutorial in einer anderen Sprache an, das ich nicht sehe, hier am Laptop. Und sie muss mir diktieren, was sie in dem Video sieht, während sie halt eine andere Sprache hört. Und wird schön. Ich muss versuchen nachzuschminken und am Ende so auszusehen wie in dem Video. Macht das Sinn? Das macht Sinn und ich habe Angst. Ich habe mir nämlich ein Video auf Koreanisch ausgesucht. 안녕하세요, 포니입니다. Denn die Koreaner machen meine zweite Muttersprache. Ist so. Die machen richtig heftige Make-up-Looks und sie redet sehr viel. Ich hoffe, du kannst es gut umschreiben. Und ich verstehe es ja eins zu eins, deswegen wird es gar kein Problem. Kannst du ja auch ableiten, so man vom sieht Englischen mir an. Und so. Ja. Nein, meine Mutter ist doch Koreanerin. Ach, mein stimmt. Vater auch. Okay, dann mache ich mir jetzt schon mal die Kopfhörer rein oder muss ich noch irgendwas sagen? Ich ziehe mich hier gerade aus. Witzig. Ich sitze neben dir mit deinem Laptop hier richtig geil und ich gucke perfekt rein. Ja, so muss das. Okay. Ja, und auf deinem Kanal, auf ihrem Kanal, haben wir natürlich auch was gedreht und zwar... Eine Hälfte hat der Make-up-Profi Luisa Crachon, ja, ein Croissant, bei mir geschminkt. Ja. Die darfst du dir nachher noch aussuchen. Mhm. Und die andere Hälfte hat mir mein Freund geschminkt und dann machen wir mal so ein bisschen so eine Challenge, wer so das denn besser kann. Yes. Link dazu natürlich unten in der Infobox. Erster Link. Die geht ja. So, jetzt guckt sie sich das Make-up-Tutorial hier am Computer an. Du siehst es natürlich auch hier unten eingeblendet in Koreanisch. Und ich gucke nämlich hin. Ich versuche einfach nur das zu machen, was du mir sagst. Okay, so, let's go. Pflege. Ist da jetzt eine Pflege dabei? Nö, also eigentlich fängt sie direkt mit der Foundation an. Sie nimmt einen Pinsel, so einen, hier einen ganz flachen, also der ist echt übelst flach. Ja, den Beauty Blender, den packst du mal ganz schnell zurück in die Tasche. Sie nimmt einen übelst flachen Pinsel, also der sieht aus wie so ein Marber-Pinsel. Nein, der ist größer. Hier komm, dann nimm das Flachste, was du hast. Meine Brust. Luisa, das ist nicht flach! Streitert ist jetzt wirklich schon am ersten Step, ja. Ich hasse sie schon. Ich hasse sie jetzt schon. Gut, jetzt habe ich einen flachen Pinsel. Oh Mann, ich würde Foundation nie mit flachem Pinsel auftragen. Ich meine, das ist ja voll, das ist eklig. Ja, das ist schon, also sie schmiert es sich wirklich so ganz genüsslich rauf. Ah, und dann, aber warte, dann macht sie mit einem Schwamm. Mit so einem ganz kleinen Schwamm. Aber erstmal musst du so, sie tupft es danach mit dem Schwamm so ein. Also erstmal hier streichen, ne? Genau. Aber nicht so, sie hat nicht so viel gestrichen. Aber doch, sie macht noch eine zweite Schicht. So mag ich das, Girl. Ich mag sie wieder. Okay, also sie hat eine Schicht gemacht, dann macht sie einmal drüber und dann macht sie eine zweite Schicht mit dem Pinsel. Boah, wenn ich danach nicht so eine perfekte Haut habe. Und dann macht sie wieder einen Schwamm. Also eine dritte Schicht. Ja. I love it. I love her. Yes. Drei Schichten. Go. Jetzt nimmt sie den Pinsel und macht das auch noch auf ihre Augenlider. Oder hast du das schon gemacht? Nein. Genau, also noch eine Schicht Foundation auf die Augenlider mit dem Pinsel und dann wieder mit dem Schwamm. Verblenden, man kennt das Spiel. Normalerweise mache ich immer Concealer auf meinem Augenlid, aber das ist jetzt echt interessant. Also sie hat, glaube ich, Foundation benutzt. Gut, nächster Schritt. Sie hat Concealer benutzt. Yes. Und streicht den erstmal so ganz showmäßig so auf dem Handrücken ab, so ganz dick. Ganz viel Concealer, Luisa. Das muss so richtig geschmeidig aussehen, ja. Yes. Aber warum? Ist es ja nicht mein Gesicht? Das zeigt sie wahrscheinlich beim Swatchen nur für, nein, für das Video. Nein, sie macht das jetzt gerade auf ihrer Hand. Ich verstehe ja nicht, vielleicht will sie irgendwas damit zeigen, aber sie macht es gerade. Und jetzt macht sie mit dem Schwamm, macht sie es auf ihre Hand. Das heißt, ich streife das hier ab. Ja, sie covert. Es hat sich angehört, als würde sie was covern. Sie hat cover, so? Cover up, hat sie gesagt. Cover up. Oh. 단독으로 사용해도 될 만큼 커버력이 좋은 제품이에요. Ja, genau. Nein. Du musst die ganze Hand jetzt damit einmachen. Hä? Sie macht das. Das ist nicht mein Auge. Sie macht das aber wirklich. Dafür sieht das aber meine Hand richtig schön aus. Ah ja, schauen, jetzt macht sie vorher nachher von der Hand. Aber vielleicht wollte sie damit beweisen, wie gut der Concealer ist. Weiß es nicht, sie hat das gerade gemacht, okay? Der Maybelline Concealer ist so toll. Meine ganzen Knochen sieht man nicht mehr. Mega. Okay, jetzt nimmt sie den Concealer und fängt so an unter dem Auge. Aber nicht genau beim Augenlid, sondern darunter. Nicht beim Augen, wie nennt man das? Augenhöhle? Da? Nein, drunter. Drunter. Da. Da. Nochmal, nein, drunter. Nicht höher, so. Jetzt, aber sie verblendet nur die Stelle gerade erstmal. Und die Augenränder lässt sie raus. Weißt du, ja, gerade schon. Also, jetzt geht sie auf die Nase. Gott, ich kann echt schlecht erklären.
Also hier, Backe. Genau, und dann Nase. Am Ende geht sie so rum und auch aufs Augenlid und dann geht sie so. Genau. Nochmal aufs Augenlid, girl. Ja. Das sind Schichten hier. Ich dachte, sie sind eher natürlicher unterwegs. Irgendwie nicht. Heute nicht. Nee, warte, jetzt guckt sie, jetzt ist sie so übelst flawless. Jetzt kommt auch schon das Puder. Fühlst du dich schon flawless genug? Ja, ganz toll. Okay, jetzt kommt Puder und das Puder, Ich hab nur losen Puder. Ja, warte, das sieht bei ihr auch so aus. Ja, nee. Aber egal. Krieg mal dran. Ich leck mal. Ach so, frisch, du warst eine Wäsche. Okay, jetzt nimmt sie so... Nee, Schwamm. Sie nimmt keinen Schwamm, du. Sie nimmt einen Pinsel. Das waren gerade 10 Euro da drauf. Es sind 10 Euro da drauf und das sagst du mir jetzt. Nimm einen fluffigen Pinsel und damit macht sie zuerst so zwischen ihren Augenbrauen und oben über den Augenbrauen. Und auf der Stirn. Und jetzt geht sie unter die Augen. Aber unter den Augen dreht sie das so. Was zur Hölle? Sie dreht ihn, sie hat ihn so ein bisschen gedreht. Jetzt tupft sie aber auch wieder. Na, danke. Dann auf die Nase, Oberlippe, Augenlid. Auf dem Augenlid, aber bevor sie da macht, macht sie mit dem Finger nochmal so. Ja, ne? Weil guck mal, es hat sich alles eklig abgesetzt. Sie weiß Bescheid. Jetzt kommt, glaube ich, ein Augenbrauenstift oder ein Kajal. Augenbrauenstift. So, ich habe jetzt meinen Augenbrauenstift. Genau, und damit fängst du jetzt vorne an, so eine Linie zu ziehen, bis nach ganz hinten, also oben nur. Also oben. Oben ziehst du das so bis ganz nach hinten. Sie zeichnet es halt sehr gerade, so immer in so Strichen so. Und jetzt fühlt sie von hinten nach vorne die Augenbraue aus. Und vorne lässt sie halt ein bisschen frei, so wie man es halt macht. Da tat sie doof, muss ich sagen. Und oben, also ganz vorne macht sie nochmal so einen Strich, nach genau. Einen Flick nach oben. Ja, genau, einen nur. Ich sehe, jetzt kommt nochmal Augenbrauenpuder. Nein. Doch. Ashbrown Color의 브로우용 섀도우를 사용해. Sie macht das nicht auf die Augenbrauen. Wohin denn sonst? Aber ich glaube, vielleicht sollst du dann lieber Lidschatten benutzen, weil sie nimmt halt so die beiden hellsten Töne und bei dir sind die beide so wie der dunkelste Ton bei ihr. Mhm. Und das macht sie hier in Augeninnenwinkel. Ich benutze einfach nur das. Mit einem fluffigen Pinsel. Ja, mit so einem, der ist perfekt. Genau, und das macht sie so da bei der Nase. Genau. So hier? Ja. Und dann geht sie aber damit auch in die Lidfalte. Ja, finde ich auch, das finde ich mal gut, so eine Tipps für Reisen oder so. Mhm. Musst du nicht immer deine ganzen Paletten mitschleppen. Ah ja, und mit dem Produkt geht sie jetzt auch noch an der Nase lang. Also sie konturiert jetzt damit ihre Nase. Mit den Augenbrauen? Mhm. So vorne und an der Seite. Alter, die Sekunde. Oh mein Gott, das Es sieht so schlimm aus, oh mein Gott. Es sieht so fleckig aus, guck dir das mal hier an. Vorne sieht es echt schlimmer. Alter, wie lange braucht die dafür? So, jetzt kommt eine farbige Palette und sie geht in ein ganz knalliges Gelb. Hast du das? Haben wir nicht. Sie hat so alle Farben. Aber es ist kein Gelb dabei. Ich habe Gelb bestimmt. Also du wolltest dir Tropical Make-up nachschminken, hast kein Gelb am Start, was soll denn das? So, ab ins Gelb und dann mit so einem Fluffy Fluff, genau. Dann schlägt sie das natürlich einmal so ab. Nee, sie geht aber viel rein und dann schlägt sie es so ab. Und dann geht sie damit so ganz vorne bei ihrem Auge. Und ja, das ist doch vorne bei ihrem Auge ist sie damit. So die erste Hälfte, würde ich sagen. Ganz die erste Hälfte? Ja, schon. Dann geht sie mit dem, ich glaube mit einem anderen Pinsel, aber ist ja wurscht. Mit auch so einem fluffigen Pinsel in dieses da, was daneben ist. Und im Pink? So Peach-Farbe. Mhm. Genau. Und macht es daneben, die andere Hälfte. Okay. Ich bin so überfordert, dass ich hier gar keine richtigen Wörter raushauen kann. Ja, weil du hörst so andere Sprache die ganze Zeit, oder? Chaka da ebira, I see, tibira. Da 작은 브러쉬를 사용해서 Chaka da ebira, I see, tibira. Geht sie mit einem flachen Pinsel noch? Man sieht aktuell nichts. Doch schon, oder? Ein bisschen. Jetzt musst du mit dem flachen Pinsel da rein, in die gleiche Peachfarbe. Dinger tun mein Ohr langsam weh, du. Bei mir halten die nicht, bei mir fallen die runter. Echt? Denkt ihr, ja. Okay, also rein damit, wieder abklopfen. Und dann gehst du damit außen bei dem Innenweg. Bei außen? Außen oder Wimpernkranz. Genau. Denkt ihr, ja. Die nächste Farbe besitzen wir leider nicht in dieser Palette. Es handelt sich um deine Lieblingsfarbe, Rot. Wow. Und sie rot und dann mit auch einem flachen Pinsel, aber geht so mittelflachen. Damit, naja, ein bisschen flacher sollte der schon sein. In die Lidfalte? Nee, so in der Mitte irgendwie. Also es sieht nicht aus wie eine Lidfalte. Nee, die macht das, sie hat ja was in die Lidfalte gemacht, sie macht das so in die Mitte einfach so. Nein, nicht in die Lidfalte, Luisa. Hier? Nee, auch nicht vorne, auch nicht unten, sondern so in der Mitte einfach. Nee, ich meine, sie macht nicht hier, sie macht nicht hier, sie macht so... Genau, ich feel you, wirklich. Ja, so ist es halt einfach so. Und dann geht sie damit auch noch unter ihren Wimpernkranz wieder. Ja, das versuche ich auch. Okay, tut mir leid, ich habe es da ein bisschen zu nach unten gemacht. Ne?
kommt der Color Lasting Gel Liner in der Farbe Amber. Also so ein rotbraun. Oh, und oh, okay. 점막을 먼저 채워준 뒤에 Luisa, sie geht damit auf die obere Wasserlinie. Mit was? Mit so einem braunen Kajal. Perfekt, hab ich von Aldi. Super, obere Wasserlinie. Mhm. Innen drin. Und zwar bis, nicht ganz, also doch eigentlich schon bis nach vorne. Ah, sogar so krass nach vorne, dass es so bis hier drin ist. Augeninnenwinkel. Genau. 연결하듯이 라인을 그려주고, 눈꼬리는 올려서... Und dann hat sie das Auge wieder normal und macht auch so ein ganz bisschen, glaube ich, von außen. Verblendet sie es noch so als Eyeliner-Strich, als Wing. Geht sie auch nach draußen? Aber nur so ein ganz bisschen, ja genau. Alter, das ist ein Stift, damit kann man keinen Wing ziehen. Mehr Wing auf der Seite. Oh mein Gott, ich sterbe. Ja, besser. Irgendwann sieht es aber so aus, als hätte sie einen kompletten Eyeliner gezogen. Also es ist gar nicht so krass verblendet, ne? Also es sieht echt aus wie ein Eyeliner-Strich. Es ist mir egal. Lisa, es ist falsch. Nein, das ist mir egal. Okay, warte, ich muss halt... Es ist wie ein brauner Eyeliner jetzt. Nein, das sah nicht aus. Aber wenn du dich so wohl fühlst, dann lassen wir es so. Als Alternative benutzen wir hier einen braunen Eyeliner, weil ich kann mit dem braunen Kajal überhaupt nicht. Und den musst du wirklich so von da drinnen bis so ganz raus. Und dann ist es ein Wing. Ist der Wing arg auffällig? Ja, also den Wing sieht man, aber sonst ist der Eyeliner-Strich dünn. Hat sie eigentlich überhaupt konturiert? Gibt es sowas bei ihr? Also konturiert hat sie noch nicht. Ihre Nase hat sie konturiert. Das Wichtigste am ganzen Gesicht. Jetzt biegt sie ihre Wimpern. Oh, sie biegt auch unten die Wimpern. Ihhh. Oh mein Gott, das habe ich ja noch nie gesehen. Das sah echt brutal aus. Ah! Also sie biegt die vor allen Dingen und dann holt sie sich Fake Lashes. Wie lässt man mit Tuschen zuerst? Also sie nimmt Fake Lashes, sie klebt die Lashes dran mit einer Pinzette. Also sie klebt die Wimper jetzt auf. Tun Sie dieses jetzt? Los. Also ich kann offiziell sagen, dass es nichts Langweiligeres gibt, als zu warten, während sich jemand seine Lashes aufklebt. Denkt ihr, ja? Okay. Es geht weiter, ob es ihnen jetzt passt oder nicht. Und zwar mit der Mascara. Tuscht sie jetzt ihre oben und unten? Oben, ja. Ich denke, unten kommt auch, aber unten bin ich mir gerade noch nicht sicher, weil da ist sie noch nicht. Und auch unten auch. Ja. Dann biegt sie nochmal. Nee. Ich muss auch ehrlich sagen, wir haben jetzt hier auch gar keine Wimpernzange, aber... Ich habe drei. Du hast keine Wimpernzange. Genauso wenig wie Dings meine Muttersprache ist. AI, sie biegt die auch so... Ach, was macht sie denn da, Digga? Sie biegt so dazwischen. So, sie biegt so hier, dann da. Sie will das so zusammenformen, glaube ich. Also damit niemand die Fake Lashes erkennt, du. Ich glaube, das ist jetzt nicht mehr möglich. Das sind meine Alltagslashes. Okay. So, dann nimmt sie so... Ein Bronzer endlich, bitte. Nein, ein Rouge. Das ist aber irgendwie... Was ist das für eine Konsistenz? Also es sieht aus wie ein Creme-Rouge. Ja gut, der geht durch, komm. Aber sie geht mit einem flachen Schwamm, halt weil das Creme-Rouge ist. Aber du musst das jetzt nehmen und dann tupft sie das so halt auf ihre Wängchen. Sie macht so... Ich glaube, sie die mögen Blush so. Ja, das hat sich so angehört auf jeden Fall. Oh, aber das mit dem Schwamm sieht echt schön aus. Sieht sehr natürlich aus. I like. Jetzt kommt NYX Professional Duo Chromatic Illuminating Powder. Das heißt, es ist ein Highlighter. Ah, Highlighter hat sie sogar gesagt. Highlighter, das ist ja, oder? Orange Color Highlighter. Sie geht auch so sehr nach vorne. Oh, sehr schön sieht es bei ihr aus. Bei ihr sieht es auch gold aus, es ist schon eine gute Farbe. Dann nimmt sie Bronze. Und zwar den Butter Bronze. Oh, und sie geht mit einem riesigen Pinsel da rein, ja. Sie kreist so. Genau, da. Und sie geht auch nach unten. Also sie kreist so hier und dann geht sie nach unten. Und sie geht nicht so viel da nach vorne. Okay, damit ist sie schon fertig. Also sie hat echt leicht Bronze aufgeschlagen. Ja. Ja, das ist schön. Das sieht voll geil aus. Okay, Lip Tint in Aprikot. Heute nicht. Doch, Luisa. Nein, nein, nein. Wir nehmen so eine Aprikosenfarbe. Das ist keine Aprikosenfarbe. Okay, vielleicht das hier? Ja, ich glaube, Arbeit und es ist so glossy. Es gibt nur matt? Den. Ist das matt? Nein. Ja, Luisa, wir suchen jetzt einen Aprikosengloss. 일본 잡지에서 보이는 물 먹은 듯한 맑은 컬러. Nein, ich brauche mein Liquid Matte Lipstick. Wir können auch einen anderen Gloss drüber machen, warte. Ja. Aber irgendwie harmoniert es sehr gut mit dem Make-up, weil das ist auch orange. Ja, das sieht ist. Das einmal besser aus, gell? Das ist kurz Blut. Love Oil. Liebesöl, Luisa. 30 Stunden together. So, jetzt haben wir deine Lippen gemacht. Ich finde, das sieht schön aus. So. Oh, ich kann gar nicht Lipgloss machen. Was kommt jetzt? Guck nicht hin. Ah, und jetzt nimmt sie weißen Eyeliner. Wie sitzt du denn? Achso, nee, das ist ihre Face Paint. Ja, das willst du nicht machen. Sie eine ganze Pflanze malst du da jetzt hin. Ja gut, die Pflanze, die können wir dir jetzt mal hier hin bearbeiten.
Gut, sie hat jetzt auch so noch eine Pflanze hingemalt. Wir haben jetzt auch keinen grünen Liquid Liner und auch keinen weißen, aber es ging ja nur um das Make-up. Sieht es denn jetzt so aus wie bei ihr? Und ich hoffe doch. Sehr schöne Reaktion, okay. Aber es sieht tropisch aus. Tropisch ist die Schwester von Scheiße. Zeigt mir das Make-up jetzt. Oh, sie benutzt auch eine Pflanze. Hier, also ich würde sagen... Ja, komm. Komm, guck mal, so die Farben, die Kombination. Wir haben halt nicht so ein peachy-rot gehabt, weißt du? Wir waren so eher so in diesem Ocker. Ocker-orange. Ja, also abgesehen von der Pflanze, die dir sehr gut gelungen ist. Scheiße, Leute. ich finde, es sieht gut aus. Ich finde, es steht dir auch voll. Es sieht alles sehr, sehr frisch aus, sehr sommerlich, ein sommerliches Make-up, aber dennoch schon viel für ein Sommer-Make-up, würde ich sagen. Also ich habe viel Wimpern, ist schon heftig. Das aber sind meine Alltagswimpern. War es arg schwer? Nö. Also wegen der Sprache. Naja, ich muss sagen, wie gut hast du denn meine Tipps verstanden? Ich glaube, es würde einem vielleicht ein bisschen leichter fallen, wenn dann jemand halt auf Deutsch spricht, weil dann kannst du das genauso wiedergeben und ich sag die ganze Zeit so, vorne an der Ritze und so. An dem Fleisch, du hast hier Fleisch gesagt. Ja, wie nennt man das denn, dieses Fleisch? In den Winkel. Nein, aber, ja. Ja, auf deinem Kanal haben wir natürlich auch dich geschminkt, zusammen mit deinem Freund Marcel. Schau, das heißt, ich schmink mir jetzt ja ab. Vorbei und da würde ich sagen, ich danke dir fürs Zusehen. Bewertet doch mal den Look, wie ich den geschafft habe, im Vergleich zum Original mal unten in den Kommentaren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon ganz schnell in einem neuen Video wieder. Bis dann. Tschüss. Denkt ihr, ja?